Heute geht es um die Abwehr von Mücken. Ich habe mir hier den Moskitokiller gekauft. Dieses Produkt hat mich eigentlich überzeugt, aber man kann es leider nur am PC oder am Notebook verwenden. Weshalb, das zeige ich jetzt gleich. Es fehlt diesem Gerät nämlich eine eigene Stromversorgung. Man hat hier ein USB-Kabel und das restliche Gerät verbirgt sich hier. Wenn wir das mal auspacken, dann gibt es hier eben den Stromanschluss, aber allerdings nur mit USB-Kabel und ohne Batterieaufladung. Das heißt also, man kann sie mal nur am laufenden PC oder am laufenden Laptop verwenden. Das Prinzip dieses Moskitotöters ist relativ einfach, aber auch überzeugend. Nachher, wenn es angeschlossen ist, sieht man hier ein violettfarbenes Licht, das lockt die Mücken an. Und dieser Ventilator saugt dann die ankommenden Mücken rein in die Maschine. Und von dort kommen sie dann, weil sie nicht mehr gegen diesen Ventilator anfliegen können, nicht mehr heraus und sie vertrocknen. Es gibt also hier keinen Ultraschall, der ja auch nicht so gesund ist, oder irgendwelche Strahlung, die die Mücken vernichten würden, sondern wie gesagt, sie werden wie Motten das Licht ansaugt, also saugt auch dieses Licht die Mücken an. Sie werden reingesaugt, kommen nicht mehr raus, vertrocknen da drin und deshalb muss man dann halt regelmäßig aufmachen und die Mücken dann wieder rauslassen. Das wusste jetzt auch noch nicht. Also kann man nur aufmachen, wenn kein Ventilator läuft oder wenn kein Strom drauf ist. So sieht es hier drin aus. Die sammeln sich dann da unten auf dem Boden. Man gibt sie einfach raus, setzt den Einsatz oben wieder drauf, hier bündig mit diesem Anschlussport und fertig ist das Ding. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Wir kommen jetzt also zum Einsatz des Ganzen. Das USB-Kabel wird hier am PC eingesteckt. Geht dann rüber zum Moskitokiller und das war's von den Anschlüssen. Ja, und dann muss man hier nur noch auf den Knopf drücken und siehe da, das Licht brennt, der Ventilator läuft und jetzt kann man mückenfrei arbeiten, das heißt nun drinnen im Büro am PC oder draußen über die Stromverbindung am Notebook. Ich wünsche viel Spaß mit diesem Produkt.